Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann. Ich habe heute drei Dinge für dich. Zum einen geht es um AG1, Athletic Greens, ein Nahrungsergänzungsmittel. Zum anderen um eine liebe E-Mail, die ich neulich bekommen habe. Und zum dritten, ich gehe für ein paar Wochen in die Sommerpause. Wie du vielleicht weißt, habe ich zwei eigene Podcast-Formate. Erschaffe die beste Version von dir mit über 300 Folgen seit 2015 und Ralfs Better Day mit über 320 Folgen seit Mai 2020. Die Hörer beider Podcasts sind aber nicht dieselben. Ich spreche hin und wieder mit den Hörern von einem Format und die sagen mir dann, dass sie das andere Format gar nicht kennen. Und dann sind sie erstaunt, dass es da noch einen ganzen Haufen weiterer Podcasts gibt, die vielleicht Themen abdecken, die sie interessieren. Darum gibt es diese Folge hier in beiden Formaten, verbunden mit der Bitte, auch mal den anderen Podcast auszuprobieren. Also, Ralfs Better Day heißt der eine und Erschaffe die beste Version von dir heißt der andere. Einfach mal nach meinem Namen suchen, Ralf Bohlmann. Und da gibt es dann noch einen dritten Podcast, den Forever Young Podcast, den produziere ich und spreche ich im Auftrag von Dr. Ulrich Strunz. Da lese ich seine News vor. Kannst du auch mal reinhören. Ich habe folgende E-Mail bekommen. Guten Morgen, lieber Ralf. Mich interessiert deine aktuelle Meinung zu AG1, Athletic Greens, beziehungsweise der Berichterstattung. Ich bin im ZDF auf eine Doku aufmerksam geworden. Klar, die fahren eine recht negative Agenda, ähnlich wie andere bereits früher existierende Inhalte. Ich nehme AG1 auch schon lange, bin damals über dich darauf aufmerksam geworden. Zu dieser Zeit hatte AG1 wohl noch nicht so ein starkes Marketingbudget und war überall erwähnt. Mir geht es nicht um Nahrungsergänzung pro und contra. Ich nehme da sehr viel ein, Vitamin D, Omega-3, Magnesium etc. Viele Grüße. Ich habe mir die Doku des ZDF mal angesehen. Und meine Antwort an den Mailschreiber war folgende. Hallo lieber ... Du sagst es ja selbst. Die Besseresser und die Foodfahnder vom ZDF suchen und finden immer wieder Erschreckendes, was es aufzuklären gibt. Und der große Erfolg von AG1 bietet sich ja geradezu an, um mal nachzubohren. Und was kommt dabei heraus? Nur vage Vermutungen und Warnungen, weil es keine Beweise gibt, dass wir Nahrungsergänzung in Mitteleuropa überhaupt brauchen. Die Belege findet Professor Dr. Janosch Winkler tagtäglich in seiner Praxis, indem der nicht etwa rät und dann einfach behauptet, sondern im Blut misst und dann weiß, wie es um die Vitalstoffversorgung mit uns im so gut versorgten Mitteleuropa bestellt ist. Janosch hat das Blut von 13.000 Mitteleuropäern untersucht und er weiß es besser. In der Doku wird auf das Institut für Risikobewertung, BfR, verwiesen. Da kann man auch gleich die DGE fragen, die bis zum heutigen Tag empfiehlt, mindestens die Hälfte der Kalorien in Form von Kohlenhydraten zu essen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, das warnt vor Vitaminen, aber nicht vor Zucker. Geh mal auf die Seite des Institut für Risikobewertung und gib als Suchwort Zucker ein. Und da steht unter den Ergebnissen gleich an vierter Stelle, dass Diabetiker keine besonderen Lebensmittel brauchen. Und im Artikel findet sich dann der Hinweis, dass ein Zuckerverbot bei Diabetes nicht notwendig sei. Das ist dann ungefähr auch das Niveau der ZDF-Dokumentation. Es wird bemängelt, dass Studien von Athletic Greens nicht genannt werden oder die Qualität der Studien nicht gut sei. Der Experte von der Charité, der zu Wort kommt, redet in seiner Argumentation aber auch von Studien, die er dann aber auch nicht benennt. Er spricht allgemein von einer Beobachtungsstudie, die seine Argumentation untermauern soll. Beobachtungsstudien zeigen nur eine Korrelation und keine Kausalität. Studien dieser Art beweisen auch nichts, sie geben nur einen Hinweis. Bei Athletic Greens wird das bemängelt, dass sie nichts beweisen, dass nichts bewiesen sei. Der Experte selbst tut genau dasselbe. Das ist ein bisschen peinlich, oder? Lieber ... Ich empfehle dir den Selbstversuch. Bilde dir selbst dein eigenes Urteil. Wenn du zu der Meinung kommst, dass du dir das Geld für AG1 sparen kannst, dann spar es dir. Ich leiste mir AG1 als hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel. Mir tut es verdammt gut. Ich habe es mit anderen Produkten verglichen und aus meiner Sicht ist es das beste Produkt seiner Art am Markt. Und ja, es wird sehr gut vermarktet. Das trifft aber auch für Wodka Gorbatschow, für Ritter Sport und Nutella zu. Bei einem sehr guten Nahrungsergänzungsmittel stört mich das weniger als bei Alkohol und Schokolade. Übrigens,
Mein Vergleich, den findest du auf der Seite ralfbohlmann.com/AG1. Liebe Grüße, Ralf Bohlmann. Leute, AG1 von Athletic Greens ist ganz sicher nicht gefährlich. Und die Warnung, dass schwangere Frauen ihr Kind verlieren könnten, ist geradezu hanebüchen. Ich selbst nehme AG1 schon seit langer Zeit. Ich habe es schon genommen, lange bevor das so intensiv vermarktet wurde wie jetzt. Und dass es gut vermarktet wird, stört mich nicht. Ich nehme es nach wie vor und ich werde es weiterhin nehmen. So, noch eine E-Mail, eine, über die ich mich sehr gefreut habe. Hallo Ralf, vielleicht kennst du mich noch. Nunmehr ist es fast ein Dreivierteljahr her, dass ich bei deinem Seminar in Ludwigsburg war, im Oktober 2021. Ich wollte dir nach dieser Zeit ein kurzes Feedback geben und insbesondere ein großes Danke aussprechen. Obwohl ich durch deine Podcasts, die ich bereits vor dem Seminar regelmäßig hörte, sozusagen das theoretische Wissen über den gesunden Lifestyle mitnahm, war es doch erst das Seminar, was mich zum tatsächlichen Handeln und auch zur tatsächlichen Umstellung verhalf. Ganz oben auf meiner Liste der Ziele für die beste Version stand die Ernährungsumstellung und damit eine gute, durchtrainierte Figur, mehr Ausgeglichenheit und besseres Stressmanagement. Heute kann ich sagen, diese Ziele habe ich erreicht. Ich habe meine Ernährung seit dem 16.10.2021 konsequent auf Low Carb umgestellt, meide Pasta, Pizza, Kartoffeln, Reis und vor allem Brot. Esse viel Gemüse und Eiweiß. Ich habe knapp 10 Kilogramm verloren und habe nun eine gute, trainierte Figur. Sport war bei mir noch nie ein großes Thema, da ich seit vielen Jahren leidenschaftliche Läuferin bin. Aber auch hier konnte ich mich optimieren. Ich bin persönliche Bestleistung beim Berlin-Halbmarathon im April diesen Jahres gelaufen. Es läuft sich, entgegen meinen ursprünglichen Befürchtungen, auch oder gerade wegen der Low-Carb- bzw. eiweißreichen Ernährung leichter und schneller. Zusätzlich habe ich Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht in die wöchentliche Routine integriert. Als ich vom Seminar letzten Jahres im Oktober zurückkam, erzählte ich meinem Mann begeistert von den Dingen, die ich lernte und mitnahm. Mit einem lapidaren Satz am Abend des Seminartages: "Okay, gut, dann mache ich das jetzt mit", begann mein Mann auf einmal seinen Weg. Er stellte seine Ernährung ebenfalls konsequent um, integrierte mehrere Sporteinheiten in die Woche und das Ergebnis ist, dass er knapp 20 Kilogramm Gewicht verlor, sportlicher, fitter und vitaler geworden ist. Es funktioniert also und dafür möchte ich Danke sagen. Die von dir beschriebene artgerechte Ernährung ist tatsächlich diejenige, die wirklich nachhaltig wirkt. Bei uns ist diese Ernährung eine neue Normalität geworden. Alte Essgewohnheiten vermissen wir gar nicht mehr und wollen sie auch gar nicht mehr. Soweit die E-Mail. 10 und sogar 20 Kilo abgenommen, das ist ja eine wirklich erfolgreiche Gesamtbilanz. Das freut mich total. Und da hat jetzt jemand nach dem Seminar einen schlankeren, sportlicheren, fitteren und vitaleren Mann quasi als Kollateralschaden. Gar nicht so schlecht. Danke für die Rückmeldung und danke für das Feedback. Das höre ich übrigens öfter, dass Familienmitglieder mitziehen. Klappt natürlich nicht immer und hin und wieder färbt die Begeisterung dann doch ab. Ich kann leider noch nicht sagen, wann es neue Seminare geben wird. Sobald ich das weiß und das klar ist, gebe ich das dann auch hier im Podcast bekannt. Okay, Leute. Wir ziehen nächste Woche um. Und außerdem ist Sommer. Und darum mache ich jetzt für ein paar Wochen Sommerpause. Ab Anfang September gibt es wieder neue Podcasts und neue Inhalte und Ideen. Wer mich übrigens für den Herbst für einen Vortrag, eine Keynote oder einen Workshop buchen möchte, jetzt bitte einfach melden unter ralf@barefootway.de. Ich möchte, dass du gesund bist, fit bist und gut drauf bist und damit leichter und schneller das erreichst, was dir wichtig ist, im Job und im Leben. Dafür mache ich das hier. Hab eine gute Zeit, genieß den Sommer und hör im September wieder rein. Keine Sommerpause macht übrigens Koro, mein Partner und Sponsor für diesen Podcast. Haltbare Lebensmittel, so bio wie möglich, fair gehandelt. Rabattcode RALF, RALF, für 5% Rabatt. www.korodrogerie.de. Wir hören uns. Dein Ralf Bohlmann.